ist echt als Teil von Sammeln, Selbstversorgen, Sparen. Zeige jetzt einen kurzen Überblick. Ja, das sind Teekräuter, die sind trocken und gebrauchsfertig, aber das sind ja nicht alle. Was macht man Rundgang? Darin gibt es Marmelade von heuer, Aprikosen fehlen, ah ja, bei bestem Willen in keinem Geschäft gebrauchsfertige, also wirklich reife und süße Marmeladen gefunden. Aprikosen gefunden. Das da sind Blaubeeren, das da hinten ist ein Apfel-Pfirsich-Gemisch und das sind Blaubeeren von Vorjahr und da hinten ist noch Marille von Vorjahr und das sind vorläufig gerade ein paar eingeweckte Birnen. So. Recht viel mehr Gläser habe ich nicht, muss ich welche Gläser kaufen, weil da kann man sicher noch 10 Gläser Marmelade dazu, Zwetschgen und vielleicht eine ganz edle Sache, das wären dann Brombeeren. So. Jetzt haben wir da ein paar Blaubeeren, das eine da hinten, die 6, 7 Gläser, das waren 2 Kilo. Da haben wir noch ein paar Blaubeeren von gestern. Da hinten drinnen sind eingefrorene Blaubeeren, auch von gestern. So, was geht's weiter? Was haben wir da noch? Das ist der angesetzte Arnika von. Soll ich das vielleicht in einem anderen Licht zeigen? Der angesetzte Arnika, ja gut, das sind schon Bohnen aus dem Garten. Das ist ein halber Liter, mehr gibt es ja nicht. Dann gehen wir noch mal zum anderen Tee. So, leider, oder mein, zum einen ist es ein Vorteil und zum anderen aber ein Nachteil. Habe ich über 60% Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Das sind auch noch Teekräuter. Und da sind auch Teekräuter, die sind auch so gut wie fertig. Aber sollten eigentlich unter 50% haben, eher gegen die 40. Ein ganzjähriges Tee, das sind neunerlei Kräuter, aufzählen. Da fangen wir an. Früher Huflattich, ganz klein wenig Löwenzahn. Dann Brombeerblätter, Himbeerblätter, Erdbeerblätter, zwei verschiedene Minzsorten, Melisse, Wildrosenblätter, Schafgarbe. Gut, das war's eigentlich. Das sind neine. So, und dann zeige ich dann im Anschluss dann noch die Verwertung von Blaubeeren und ja, in diesem Zusammenhang dann noch, ja, was man sich damit halt spart. Gell, wenn man zum Beispiel selber Brot backen tut, jede zweite Woche und die eigene Marmelade macht, das ist eine erhebliche Ersparnis. Gell? Aber dazu später. Ja, aus bestimmten Gründen, nachdem ich halt, bei der Hausärztin war und eine Überweisung für Infiltration und so weiter besorgt habe, gehe jetzt von Halsmarter. Das ist also die Mittelstation Glungitzer. Gehe jetzt abwärts und nimm alles und schau alles, was es gibt. Also Schwammerl, Pilze und Blaubeeren habe ich gesehen, aber da ist da in dem Gebiet also nichts. Aber das ist so ein Fleck von 1 Meter auf 1 Meter und das sind schön große Pfifferlinge, Eierschwammerl, die nehme ich natürlich mit. So, jetzt aus der Nähe betrachtet. Da sind immer noch genug Pfifferlinge übrig, auch große. Wenn die in den nächsten Tagen niemand findet, dann können sie also Sporen abgeben und sich weiter verbreiten. Also, ich nehme nicht alles. Ja.
warum sich so ein Mini-Myzel ausgerechnet da bildet, das ist halt so Sache der Natur, gell? Aber von diesen 1, 2, 3, 4, 5, da werde ich nur die zwei größten entnehmen, weil ich habe ja eigentlich schon genug. Na dann, Mahlzeit. Was haben wir denn da? Das ist eventuell... Das ist eventuell ein ganz aufgeschirmter Perlbitz. In diesem Zusammenhang sage ich, ich kenne jetzt halt ungefähr 15 bis 20 absolute Speisepilze und dann noch ein paar andere. Die giftigen kenne ich natürlich alle. Und von den 15 Sorten, die ich kenne, also wo ich hundertprozentig sicher bin, das sind natürlich ein paar Hauptsorten. Und der Perlpilz, den muss ich jetzt abschneiden und unten reinschauen, ja. Der hat also drei Gabeln. Eine Speisepilzbewertung, ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Jedenfalls nach meinem Buch, und das ist 25 Jahre alt. Okay. Tja, den nehme ich natürlich mit, weil der mit zwei Bratkartoffeln, das ist allein schon der, ist ein Essen. Ich meine, weiß ja nicht, ob es der letzte Fund ist heute. Ich bin ja gerade noch 200 Höhenmeter von der Bushaltestation entfernt. Das ist auf jeden Fall ein Starpilz. So, und irgendwie geht es dann noch steil runter und dann kommt noch so ein Zwischenstück. Aber der Weg ist das Ziel, aber ich meine nicht unbedingt der Wahnsinn mit zwei operierten Knie. Ein Stecken ist mir heute kaputt gegangen. Die haben mehr als 10 Jahre gehabt. Brauche ich neu und bis jetzt habe ich, zeige ich dann später, 2,5 Kilo Pilze und Schwammerl im Rucksack. Ja, das ist jetzt der x-letzte Fund. Da nehme ich noch eins mit. So, jetzt da schon wieder. Zeige es mir aus der Nähe. Lass das weg. Da drüben, da. Und da drunter. Und da drüben auch noch. Alles Pfifferlinge. Und da drüben auch noch. Und da, also, das sind wieder 400 Gramm. So, jetzt fahre ich noch unbeabsichtigt eine Runde spazieren, weil ich bin in den ersten Bus eingestiegen, der ist gleich gekommen. Jetzt fahre ich halt statt Hall, fahre ich halt Innsbruck Hauptbahnhof. Ja, ist halt so, nicht? Heilig habe ich es ja nicht. Klimadicke habe ich auch, also gut. 3,5 Kilo Schwammerl habe ich auch, also was will der Mensch mehr, nicht? So, jetzt mittlerweile habe ich mich erkundigt, wie ich in den absolut falschen Bus eingestiegen bin. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil der fährt Innsbruck-Kletterhalle. In der Nähe von Innsbruck-Kletterhalle gab es also Freebie zum Beispiel, da ich über das Jahr dann auch eventuell noch einen Videoclip veröffentlichen werde. Aber ja, ist es eben eine kleine Spazierfahrt mit Klimadicke, die kriegen wir mal eine halbe Stunde oder was, spart auch arm, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Gerade am Vierteich, bis später. Eine Anmerkung, die Leute sind so gierig beim Aus- und Einsteigen, dass sie nicht einmal vom Prinzip her wahrnehmen, dass da jemand mit einem Rollstuhl aussteigen möchte. Ich zeige das jetzt nicht, aber die Leute sind ja im Prinzip, sind die deppert. Also, gut. Ich sage, der kleine Kuchen. 50 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, 2 Eier und dann noch
200 Gramm Mehl, das ist so einfach zu aus der Hand raus. Schaut mir, gut, natürlich Backpulver. Und Milch kriegen wir noch rein, nicht? So, Früchte. Die Blaubeeren sind bemehlt, damit wir nicht so weit oben sinken. Teig ist fertig, also rein da in das Ding. So, und jetzt bei 160 Grad rein ins Rohr. Backzeit ein bisschen länger, damit der dann sicher durch ist. Also da in meinem schnellen Gemüse, da sind jetzt drinnen Jungzwiebel, Knoblauch, Paprika, Zucchini und frische Bohnen von meinen Stauden draußen beim Haus. Die zeige ich dann noch kurz im Abspann zusammen mit der Katze, die mich seit mehreren Tagen besucht. Ist natürlich nicht meine Katze, aber... Also, Katz liegt im Schatten. Da ist Bohnenstaden. Bohnen, Tomaten, Tomaten, ja, und sonstiges halt. Sonnenblumen blühen gerade auf. Lavendel da hinten, Königskerzen, gelbe und pinke, rote, orangefarbene Susanne und viel Kresse, bisschen Salat, Rettich in Zukunft, Schnittlauch, nur Petersilie habe ich. So, jetzt habe ich da noch 2 Teelöffel Curry. Vegetagewürzmittel und ein paar Kräuter der Provence drin, und jetzt kommt der Wasser dazu, und dann wird es noch 10 Minuten dünstet. So, Essen ist fertig. Bin ich auch froh, habe ich noch ein bisschen Butter mit reingeschmissen. Und die Kartoffeln, die letzten 5 Minuten, sind mir gestern übrig geblieben. Und wenn ich die zerdrücken, dann nehme ich auch das bisschen Soße, was da ist. Also dann Mahlzeit dabei. Kochen und nur ein paar Kleinigkeiten zeige ich dann noch später. So, der Kuchen, der ist jetzt so sicher durch. Aber da gibt es einen Fehler. Bei der Teigmenge habe ich viele Blaubeeren verwendet und vor allem habe ich in der Mitte Zwiebeln, zu viele gehabt. Und deswegen ist er mir in der Mitte nicht aufgegangen. Ich werde ihn jetzt halt umdrehen und das Backpapier abziehen, essbar ist er sicher. Also wenn ich mal ganz schnell vorkochen will, dann nehme ich zum Beispiel so eine Dose. Da gibt es dann noch über Nacht eingeweichte Bohnen, Kichererbsen, Gerste und ja, der Gemüse vorbereitet. Dann werden die eingeweichten Hülsenfrüchte mal 2 Stunden gekocht, dann kommt die Gulaschsuppe dazu, dann ein bisschen Gemüse dazu, Gewürze dazu, und dann gibt es einen 3 Liter Topf voll gekochtes Essen, das dann innerhalb von 10 Minuten aus dem Frühfach rausgenommen, auftaut und schon fertig ist. Insgesamt gebe ich circa pro Tag, mache jetzt da noch 2 Blaubeernacken, 7 Euro fürs Essen aus, 210 Euro im Monat. Geht aber nur, wenn man ein bisschen was dazu hat. Der Unterschied zwischen dem kleinen Pfann da und der großen Pfanne ist der, das ist so Amazon gekaufte Amazon Basic Pfannen. Eigentlich von guter Qualität, aber die gibt unheimlich langsam Hitze weiter. Da kannst du also fast unmöglich ausbachende Sachen in Öl schwimmend ausbachende Sachen drinnen machen, weil du die Hitze nicht herbringst. Während hingegen da nach einer Minute auf 3 musst du zurückschalten auf 1, dass das Zeug nicht unten anbrennt. Nicht? So ist es. Ausschauen, was die Katze derweil gemacht hat. Ja, nix, sie hat die Position gewechselt. Gut, und jetzt nochmal kurz die Ersparnisse.
sind also pro Kilo Brot soll ich die Hälfte von dem, was also gutes Brot in der Bäckerei kostet. Ja, und für die Marmelade zahle ich ein Drittel von dem, was im Geschäft kostet. Oder noch weniger. Natürlich kann das nicht jeder 72-Jährige plus und so weiter machen. Und wollen muss man es auch. Für die ersten 2,5 Liter Blaubeeren habe ich beim Sammeln 35 Minuten gebracht. Dann ausklauben nur mehr 20 Minuten und einkochen nur mehr 30 Minuten. Dann war die Marmelade fertig. Beim zweiten Mal habe ich eine Stunde gebracht, weil nicht mehr so viel da waren und so weiter. Pilze sammeln an einem Tag mit 9,5 Kilometer im Gelände und dann noch 6 Kilometer auf der Straße gehen und am nächsten Tag wieder Blaubeeren sammeln gehen. Das ist dann anstrengend für die Knie. Und das, was man jetzt noch sieht, das ist dann eventuell ein möglicher Blackout vom Kreislauf, weil einmal geht's nicht. Gell? Aber wie gesagt, man muss halt Lust dazu haben. So, das war im Wesentlichen alles. Man sieht mir nur noch den Blackout. Ist ja auch gewollt so. Und ja, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Sammeln, beim Selbermachen und auch beim Geldsparen. Führt euch bis zum nächsten Mal.